meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von NES Simulator The DuckTales. Wir sind heute mal auf Mu und ich weiß nicht, was für uns so auf Mu erwartet. Also nicht komplett, so einigermaßen weiß ich es ja, dadurch, dass ich das A damals gespielt habe und B so zwischendurch schon mal ab und zu mal spiele. Deswegen weiß man das so ein bisschen. So. Steinmensch. Die Frage ist eben nur, es gibt überall 3 Milliarden Wege irgendwie. Welchen geht man und wann wohin? Also man könnte jetzt hier geradeaus gehen, aber man könnte auch hochgehen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal runter. Wir probieren es erstmal unten lang. Wenn nicht, dann gehen wir nochmal in die Runde rein und machen uns einfach nochmal von oben. Auch wenn ich weiß, hier unten ist ein richtig scheiß Weg, aber... Leute, wir sind nicht Menschen, wenn wir alle dreckige Scheiße machen. Aber ich werde jetzt mal schon mal speichern, weil ich weiß, dass da nämlich diese elenden Mistviecher kommen. Und jetzt geht's los. Oh mein Gott, ich habe das geschafft. Letztes Mal habe ich 3 Millionen Versuche gebraucht, die ich das geschafft habe. Meine Königin. Sie sind tot. Sie haben es geschafft, sie leben nicht mehr. Soll ich jetzt extra noch den einen holen? Ich glaube, das hat es nicht gebracht, nein. Damit es sich überhaupt lohnt, habe ich das nochmal kurz neu geladen. Also nicht damit es sich lohnt, aber trotzdem mit diesen 2 Leben minus kommt man nicht mehr weit. Das könnt ihr mir glauben. Allein jetzt schon. Leider weiß ich nicht, wie ich dort oben reinkommen soll. Ah! Gucken. Oh. Hallo. Diese scheiß Königin oder was das sein soll. Die kotzt mich sowas von an. Nein! Doch. Ich kann es doch schaffen. Nice, 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 nice. Holen. Und zwischenspeichern. So, die Pflanze, das weiß ich noch, ist ein bisschen fräßig. Manchmal muss man sich überlegen, warum gibt es diese großen Räume? Irgendwo wird schon was sein. So ungefähr. Jetzt sollen wir noch mal kurz speichern, weil jetzt wäre ja dieser Flug zurück. Und das bedeutet, ab hier wird es dann schwieriger. Und das könnte echt der blanke Horror für uns werden. Allein sowas. Kurz schon einen an. So, nochmal kurz neu geladen. Ob wir hier auch so ein geheimes Relikt finden? Krabben! Ja, hier muss man leider durch diese Durchschlagskraft haben, die wir leider noch nicht haben. Und wir sind schon beim Endgänger. Oh. Kein geheimes Relikt. Ach genau, der Typ. Nein, 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 nein. Nein! Achso, natürlich fällt mir gerade noch so ein, falls ihr natürlich wisst, wo noch geheime Räume oder sowas sind, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie scheiße ist, man kann nicht sehen, wie viel der Gegner noch hat an Leben. Das ist ein bisschen... Oh, damals hätte man sich jetzt so abgekackt. Da hätte man die ganze Wohnung auseinandergenommen. Dann kann ich mich ja noch erinnern. Wenn dann hieß es, ja, es gibt Essen. So. Und dann hat man mal ein Level sowas oder so geschafft. Und dann kommt die Eltern, ja, es gibt Essen. Es hat einen sowas von aufgeregt. Man kann sich auch ducken. Ah! Man muss aber auf den drauf treten. Ich habe das komplett vergessen. Und ihr werdet alle Leute, die das Spiel kennen, die werden mich jetzt hassen. Die werden jetzt sagen, was bist du denn für ein Idiot? Weil jetzt, ich habe ja Schaden bekommen. Ich habe schon wieder... Warum kriege ich Schaden? Das sind Sachen, die ich gerade nicht kapiere. Warum kriege ich Schaden, obwohl ich auf ihn drauf treten muss? Oh nein, ich habe einen Stein zernichtet. Zernichtet vor allen Dingen. Nein! Nein! So, aber jetzt bin ich mir sicher. Jetzt haben wir langsam einen Dreh raus. Puh. D und F für die Leute, die es außerdem noch interessieren. Benutze ich hier und die Pfeiltasten. So. Nein, ich habe nur noch ein Leben, weil ich in seinen Geist gestellt, wie er es auch immer nennen möchte, reingelaufen bin. So Scheinkleister. Ich habe gesagt, jetzt schaffe ich das. Genau. Hm? Genau jetzt. Nicht anders, also nicht davor oder nicht da davor oder sowas. Nee, nee. Also genau jetzt habe ich gesagt gehabt. Nein, ich habe vergessen drauf zu springen. Ah!
Ich bin erstmal gespannt, wie ich das schneide. Ich glaube, ich schneide hier nicht alles rein, wie ich vorhin gerade gesagt habe. Ich glaube, dann dauert das Video 40 Stunden. Das will ich jetzt überhaupt nicht machen. Ich würde eigentlich heute einen Aufnahmetag machen. Was ist raus geworden? Ein Shit-Tag. Ja, so läuft es doch gut. Ja, komm, komm, komm. Ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Ja! Ja! Oh! Wir haben einen Teil der Map. Einen Teil der Map können wir kaufen. Für eine fucking Million. Ja. Ja, es ist ein Teil der Map. Ja. Oh, Leute. Exit. Wir haben zwei Teile der Map. August Quatsch. Ja. Alter Spiel. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir oben nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den Geheimweg kennt, wenn es noch einen gibt. Und natürlich, wenn ihr mehr drauf Bock habt, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns nächstes Mal in Scotland, dann Niagara und dann Bermuda. Ciao, ciao.